crossfire snack. Hey, crujente. Caracole crujente, divertido. Sí, sí. Willkommen zu Tag 3 im Trainingslager der Schmerzen. Wie viel fahren wir heute? 150 Kilometer gegen den Damm. Gegen den Damm. Wie viele Berge? 2, 3? 3. Der erste Anstieg ist der härteste. Und der dritte wird am meisten wehtun. Das kriegen wir hin. 3000 Höhenmeter? Mehr? Nein, weniger? Nee, weniger. 2000, glaube ich. Das reicht auf jeden Fall. Mir schon. Mir reicht das auch. Dann huschen wir jetzt mal dem Rest hinterher und dann sehen wir uns vielleicht gleich an einem Berg oder so wieder. Küsschen hier, Schnecken hier. Was soll ich erzählen? Weiß ich nicht. Erster Tag. Sonne scheint. Couldn't be better. Gut angekommen, hast Spaß, freust dich. Hashtag too blessed to be depressed. Ah, oh, das ist gut, das ist gut. Ja, komm. So, heute hat die Folge auch mal ein bisschen Inhalt und nicht nur stumpfes Gelaber, Platten. Herr Rose, bist du schon fertig? Fast. Das war ja nicht mehr eine Minute. Du redest mit mir. Dem besten Mechaniker der Welt. Und schnellsten Mechaniker der Welt. Ich würde auch den Mechaniker Gott genannt. So weit würde ich jetzt nicht greifen, aber er ist schon ein sehr, sehr guter Mechaniker. Habe ich mir nicht selbst gegeben. Das waren die Frauen. Das waren die Frauen. Die Ladies, die vor dieser Discord Schlange stehen. Bitte. Bitte schick das an seine Frau. Ja, wurde drückst nicht. Du? Ich drücke. So nicht durchgegeben, ne? Ich hab's gehört, aber da war ich auch schon drin. Oh, kann ich nichts machen. Ich hab's nicht weitergegeben. Ja. Haben mich zu sehr überrascht. Ja, hat mich auch überrascht. Egal. Waren alle. Dank Supermechaniker ging's schnell. Danke. Mach jetzt einen Trick. Mach einen Trick. Wie nennt sich der Trick? Ein. Der Sagan hüpfen über Bodenschwellen. Der Plattmacher. Der fliegende Tscheche. So, vor knapp 3 Wochen war ich schon hier oben auf dem Berg. Ich schwenk mal rüber. Da hinten an dem kleinen weißen Häuschen. Da waren wir, wollten was essen. Alles war voll. Von da aus wieder zurück. Da ist mir dann die Kette gerissen. Bei diesem Rough Ride. Ja, heute sind wir wieder hier. Wir fahren aber nicht da hoch, sondern... Wie heißt der Berg, wo wir hochfahren? Orient. Das ist aber nicht der mit dem Haus da. Okay. Also eigentlich heißt es Col du Nord. Das mit dem Häuschen, oder? Nee, da wo wir hochfahren. Okay. Wir fahren also nicht da hoch, wo das weiße Häuschen oben ist. Oh Gott. Ich leide. Ich leide. Ich bin Silve gerade hinterher gefahren. Dachte, der macht entspannt. Hab 2 Intervalleinheiten durchhalten können. War irgendwie 360 Watt für eine Minute. Dann war Schluss. Zumal halt auch irgendwie 280, dann wieder 5 Minuten fährt. Keine Chance für mich. Jetzt erst mal wieder ein bisschen zu atmen kommen. Und dann irgendwie ganz entspannt hier hochbummeln und oben erstmal ordentlich einen Riegel oder so wegsnacken. Junge, Junge. Boah, ist das anstrengend. So, 2. Anstieg. Ich bin schon ziemlich platt vom ersten. Der geht irgendwie 5,4 Kilometer mit 6,8%. Dann geht's zurück nach Palma. Das ist hier irgendwie dieser Militärberg, keine Ahnung. Auf alle Fälle nicht ganz so schlimm, aber ich fahre jetzt hinten, ich mache Piano. Ich mache mich hier auf keinen Fall kaputt. Jetzt bin ich zwar eh schon, aber jetzt mal ein bisschen bummeln. Und dann gleich bei Rafa oder so ein paar Mal einen Kaffee trinken, einen kleinen Snack essen und dann bin ich auch wieder fit. Und dann kann es auch Richtung Berg Nummer 3 gehen. Wie viele Kilometer wir jetzt drauf haben, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich fahre ohne Tacho und habe nur hinten Strava an auf dem Handy und das hole ich jetzt nicht raus, um zu gucken, wie weit es ist. Naja, der Rest, wie man sieht, ist schon wieder weit, weit weg. Hat mich überholt. Oder besser gesagt, kaputt gefahren. Und die versuche ich jetzt mal einzuholen, ohne oben mich übergeben zu müssen. Und dann sehen wir uns gleich in Palma oder so wieder. Hier das Ding knusper stecken. Bis gleich. So, volle Kanne Abfahrt. Naja, soweit es halt geht, ist alles ein bisschen rutschig und ein bisschen nass. Deswegen muss man hier echt ein bisschen Piano machen in den Abfahrten. Wie man am Alex sieht, hier muss man echt durch jede Kurve bummeln, wenn man nicht hinfallen will.
schwimmt so mit. Ja, hat dich der Berg geschafft? Ja, war gut. Gut. Da hatte ich dann mich selbst zerspielt. Mit MVS gebettelt? Ja, sehr gut. Und dann bin ich aber einmal aus dem Rhythmus gekommen. Oh. Ja, aber das ist ein hartes Stück, ey. So, alle vom Berg zurück. Jetzt fahren wir zu Rafa, Kaffee trinken, vielleicht ein Stück Kuchen essen. Da treffen wir dann auch Ben O'Dell. Der wohnt in England, gehört zu Team Standard. Gucken wir mal. Hier wird gehoben. Erzähl mir was über den Feiertag hier. Sieht eher aus wie ein Radrennen, oder? Oh, guck mal, der Zielbogen kommt runter. Es muss ein Radrennen sein. Oh. Ich glaube, jemand wollte nicht, dass wir hier reinfahren. Ja. Mach einfach eine Rolle drüber. Silvio hatte natürlich keine Ahnung, es ist Tag der Balearen. Ich habe auch keine Ahnung, was die genau feiern. Aber heute ist hier ein Feiertag auf der ganzen Insel. Ich glaube, auch im Rest von Spanien. Glaube ich zumindest, ohne es zu wissen. Gefährliches Halbwissen haue ich jetzt einfach mal raus. Und jetzt ja, gucken wir mal, dass wir irgendwie hier durchkommen durch die ganzen Menschenmassen. Irgendwie alle unterwegs, schick gemacht, hat so alles zu. Aber ich glaube, Rafa hat heute auf, aber das sehen wir jetzt gleich mal. Die Leute vorher, die wissen, wo Rafa ist. Anders zum Beispiel. Nein. Umdrehen, wir können da runterfahren. Oder hier einfach die Treppen nehmen. So, weiter geht's. Wir wollten eigentlich bei Rafa einen Kaffee trinken. Da hätten sie zwar auch alle reingepasst, das ist auch echt hübsch da. Allerdings ist es im Schatten und wir würden gerne in der Sonne Kaffee trinken. Deswegen fahren wir jetzt noch ein bisschen weiter, ich glaube, in den nächsten Ort und schlabbern da ein bisschen Kaffee. Ben haben wir jetzt auch eingesammelt und dann rollen wir jetzt erst noch mal ein bisschen. Anscheinend dürfen wir da die 100 Meter nicht durch die Menschenmenge fahren. Harte Cops. Wenn das so lange dauert mit Kaffee, werde ich wehleidig. Aber wir sind jetzt da, oder? Ja? Ja? Essen wir hier, trinken wir hier Kaffett. Noch ein Kaffee weiter. Wir wollen jetzt am Wasser sitzen. So, Kaffee und Kuchen gegessen, das Kaffee hinter mir. Man sieht es, glaube ich, ganz gut. Absolut keine Empfehlung, geht da nicht hin, wenn ich morgen krank bin. Weiß ich warum, da drin sieht es echt schlimm aus. Also hätte ich den Gastrobereich da vorher drin gesehen, hätte ich da auf keinen Fall irgendwas zu essen oder zu trinken bestellt. Der Dampf von der Kaffeemaschine sieht aus, als wäre damit Leute totgeprügelt worden. Super eklig. Keine Empfehlung für dieses Kaffee hier irgendwo in El Arenal. Geht da nicht hin, macht das nicht. So, wir wurden abgekoppelt, knallhart. Sind noch 10 Kilometer bis zum Haus, sind ein bisschen nass geworden und die Motivation ist weg. Ich will was essen, duschen und auf dem Sofa rumhängen. So, angekommen, wir gehen jetzt Pizza essen. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen. Tschüss, ihr Knusper-Schnecken-YouTube-Sachen. Link in der Videobeschreibung, Daumen nach oben da lassen, bla bla bla. Tschüssi.